Herzlich willkommen zurück zu einer Let's Play Two Point Hospital. Weiterhin mit meiner Möglichkeit Labur. So. Müssen wir mal weiter gucken. Also, wenn wir jetzt noch weiter gucken. Wir können uns kein Geld, gar nichts nehmen. Also, ich muss jetzt gleich gucken, was ich gleich bezahlen muss. Weil wir haben jetzt wirklich extrem reingehauen, ne? Also, die ganzen Geräte, die ganzen Grundstücke kosten alle Wartung. Müssen wir mal abwarten. Entweder es geht auf oder es geht richtig in die Hose. Nö. Das ging eigentlich. Wir haben keine Einnahmen gemacht, wir haben 36.000 bezahlt. Also für das, was wir jetzt hier gerade alles gemacht haben, finde ich das eigentlich ziemlich gut. In die Apotheke. Okay. Ich weiß noch gar nicht. Oh, halt. Hier müssen wir auf jeden Fall zwei reinsetzen. Hier müssen wir auf jeden Fall einer reicht. Das werden wir sehen, wenn es soweit ist. Ja, gut, weiter geht's. Immer ein bisschen warten. Wenn hier nochmal einen Krankenpfleger nochmal dazu holen. Dann haben wir den auf jeden Fall, weil hier ja zwei Leute immer rein sollen, ne? Und wenn wir dann soweit sind, dann kommen hier nochmal ein paar Automaten hin. Aber hier laufen die unsere Leute ja bis jetzt nur hin und her. Also daher ist das schon. Wichtige Durchsage. Versuchen Sie bitte nicht zu sterben. Also für mich ist jetzt gerade wichtig, dass dieser Raum hier oben wirklich eine sehr gute Erholung gibt für die Leute. Einfach aus dem ganzen Grund, weil sie sich hier oben wirklich am meisten aufhalten werden, die Leute, ne? Das muss man wirklich auch mal sagen. Was bringt es uns, wenn hier nirgendwo Blumen oder geschweige denn was anderes sind? So. Was denken die sich bloß als nächstes aus? Ja, DNA-Zimmer haben wir, aber uns fehlt ein Arzt. Ja, ja, aber bleibt doch geschmeidig. Wir kriegen schon den Arzt irgendwann dafür. Die Chance auf ein längeres Leben um 3% steigt. Wir brauchen doch auch noch gar keinen dafür. Es wird doch gar nicht angefordert. Also daher erstmal geschmeidig bleiben. Ich stelle doch keine Leute ein, wenn ich sie nicht benötige. Ja. Einnahmen hatten wir 8.000. Ist natürlich nicht viel. Aber ja. Spitzenanalyse haben wir. Farbtherapie haben wir. Also wir haben einiges, was uns an Diagnosen ein bisschen schneller vorantreiben könnte diesmal. Aber das werden wir sehen. Ja, die geht gleich kotzen. Rüber über die Schüssel. Ab geht die wilde Fahrt. So ist es richtig. Abwarten. Ja, das ist mir egal, ob die freie Bildungsplätze haben. Geht jetzt auf jeden Fall los, dass wir... Oh, haben wir schon Therapeuten? Ja, wir haben einen Therapeuten, dann brauchen wir keinen. Wir haben einen Chirurg und einen, der frei ist. Ja, einen der freien Ausbildungsplätze hätte. Man könnte dann auch einen Weiterbildungsraum bauen, aber wo soll ich den hinbauen, sodass er mich nicht abfuckt? Jetzt echt. Ist ja wirklich so, ne? Ich könnte auch sagen, wir bauen hier noch das Röntgengerät hin. Klimaanlage noch rein und dann war es das. Ich will hier gar nicht erst so viel Geld ausgeben. Und wir brauchen DNA. Ja, zwei.
Weil sonst unser Finanzmittel nämlich sowieso am Ende. So, und jetzt können wir es laufen lassen. Und abwarten, was passiert. So. Alle in meinen Augen brauchen wir jetzt nichts anderes. Ein Arzt außer in die Arztpraxis, bitte. Mehr Leute. Im Krankenhaus. Wir brauchen noch einen Arzt. Das ging gerade gar nicht anders. Was wir brauchen, das brauchen wir. F1000, das ist eigentlich ganz okay. Einnahmen 21.000, Ausgaben 22.000. Wir haben 794 minus gemacht. Das ist vollkommen okay. Also zum Anlass des 20. Jubiläums seines bahnbrechenden. Das ist vollkommen gut. Ja, mal gucken ab, wann die ersten Leute in die Dingens gehen. Als eindringlich, verwirrend und schön bunt. Wer Yeti begegnen möchte, sollte jetzt. Das nächste, was wir dann machen, wenn wir Kohle über haben und sie nicht irgendeinen Raum haben wollen, gehen wir wirklich bei und stecken das Geld in die Entwicklung für die Geräte, dass unsere Apotheke, Diagnose, Techniken alle auf Stufe 3 kommen, dann sollte das nämlich auch super gut laufen. So, jetzt geht nämlich schon der erste Pizzamann in die Praxis. So. Jetzt sind nämlich hier auch alle Räume besetzt. Da ist der erste gestorben, da kann ich aber auch nichts dran ändern. Nicht jetzt, bitte. Und weiter geht die Scheiße. So. Wir kriegen den Kram schon vollkommen hin, Leute. Also da mache ich mir gar nicht so die großen Gedanken drum. Das sollte schon ganz gut funktionieren. So. 14.000 minus, Einnahmen 22.000, Ausgaben 19. Wir machen Plus. Krankenpflege zur allgemeinen Diagnose, bitte. Ja, wahrscheinlich bräuchten wir noch einen Krankenpfleger, aber. Weiterbildung abgeschlossen. Weiterbildung abgeschlossen, Genetik, das ist sehr gut. Dann haben wir nämlich dafür jetzt auch schon mal jemanden. Da, nicht jetzt, bitte. So, jetzt bräuchten wir eigentlich noch einen Angestellten. Ne, da kommt einer. Also wunderbar. Ist doch alles super. Krankenpfleger läuft. Zur Flüssigkeitsanalyse, bitte. Ein Krankenpfleger, bitte zur Flüssigkeitsanalyse. Ist auch sehr schön. Also wir brauchen auf jeden Fall noch einen Krankenpfleger. Also das ist Fakt. Ja, da müssen wir gerade noch mal ein bisschen an Geld sparen. So. Ich hätte gerne den da, ganz ehrlich bin. So. Einstellen, dann haben wir nämlich die Spritzenanalyse auch. So, und dann haben wir da jetzt auch nochmal einen Krankenpfleger und dann haben wir das auch super. Also bis jetzt bin ich mega zufrieden. Nicht zu viel Personal. Und die Analyse hatten wir ja vorher gar nicht. Die hilft uns ja auch, um voranzukommen. Ja. Okay, wird in die Station geschickt. Da geht gleich der nächste hin. Zack. Und rein. Jemand Wichtiges trifft ein. Und bam, Junge. Rein mit dir in die Gusch. Zack. Diagnose 25%. Wunderprächtig. So. Diagnosen sind wichtig, um einfach schneller die Behandlungen ja auch abzuschließen. Also daher ist das alles super. Was haben wir jetzt hier? Verdienen Sie 100.000. Keine Ahnung, ob wir das schaffen. Das werden wir jetzt sehen. Kann ich nicht mal sagen, ob wir das schaffen. Und da steht leider keiner. Die macht auch mal Pause. Irgendwann müssen Leute auch mal Pause machen. So. Keine Ahnung, ob jetzt hier schon jemand drin war. Sieht ganz so aus, ne? Wird in die Apotheke geschickt. Nächste Analyse. Wunderbar. Pflanzen benötigen Wasser. Hier haben wir echt schon viele. Also ich bin sogar der Meinung, wenn wir ein bisschen Kohle haben, bauen wir noch ein Arztzimmer und dann stellen wir dafür auch nochmal jemanden ein. Röntgenchirurgie hier allgemein. Der wäre zum Beispiel dann ziemlich nice, aber ja. Weil du kriegst eine Beförderung, dann ist die Laune vielleicht etwas besser. Diagnose 88%, Zufriedenheit 9%, 15.000.
So, jetzt stoppen. Warten. Ich will jetzt nicht die Kohle schon wieder ausgeben. Okay. Oh Gott, der ist ja gar nicht so schlecht, aber ich hätte gern den. Dankeschön, dann hätte ich gerne eine Kopie von diesem Baum. So, dann haben wir nämlich da schon mal den dritten Raum. Lalalala. So. Du kannst da drin arbeiten. Dafür gibt es diesen Raum, du kleiner Hanswurstkittel. Na, guck mal. Hier gehen nämlich auch schon die Leute hin. Das ist doch auch schon mal ziemlich nice. Ja, wenn man die DNA hat, das ist doch ziemlich nice. Also da läuft doch die ganze Sache schon mal. So, jetzt müssen wir dann später gucken, was wir dann wirklich als nächstes bauen. Also, wir gehen dann auf Flüssigkeitsanalyse. Das ist ja auch eine reine Diagnose dann nochmal. Haben wir ja schon. Das ist auch nochmal Diagnose. Achtung, ein Erdbeben. Megascanner. Nochmal gucken, entweder den oder den. Das ist alles zur Heilung. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Diagnosegeräte, ne? Was hatten wir eigentlich jetzt eingestellt an Hausmeister 2? Gut, wir haben nochmal einen dritten eingestellt. Geht einfach darum, wenn wir zu wenig Hausmeister haben, Leute, dann... Ein Hausmeister wird zur Reparatur des Flüssigkeitsbeschleunigers gerufen. Dann haben wir wieder das Problem, dass die Sachen nicht rund laufen und es wird zu warm und dies und jenes. Ihr seid doch zu zweit. Warum hast du denn solche Probleme? Du sollst hier nicht an den Blumen schnüffeln, ihr sollt heilen die Leute. An immer diese Süchtigen nach Blumen. Ja, wenn man jetzt so nimmt, haben wir jetzt, glaube ich, schon mehr als vorher. Ja. Nicht jetzt bitte. Das können wir uns gerade nicht erlauben. Oh, haben wir sogar geschafft. Ja, dankeschön. So. Wir haben wieder was Neues entdeckt. Abbrunstherapie. Sie werden die Patienten. Das bedeutet, ab jetzt gehen die Leute hier hin. Das ist mega gut. Dann verdienen wir nämlich damit jetzt auch schon mal Geld. Müssen auf jeden Fall viel mehr für die Diagnosen machen. Also das steht auf jeden Fall fest. Das ist auch immer mein Fehler. Ich vergesse immer die Diagnosen, weil ich denke immer, dass zum Beispiel Flüssigkeitsbeschleunigung eine Heilung ist oder so. Also ich habe damit wirklich Probleme, diesen Unterschied sehen, statt einfach zu lesen. Ja. Wir werden das hier später auch noch größer machen können, aber erstmal ist es wichtig, dass es überhaupt da ist, das Zimmer. Öffentlichkeit 10.000, Dankeschön, 20.000. So sieht's doch gut aus. So kommen wir voran. Ja. Nicht, brauchen wir unbedingt noch welche? Wir haben hier 2, da 3. Wenn das besetzt wäre, wäre 4, 5, 6, 7, 8. 8, wir haben 5. So, vielleicht nochmal einen billigen einstellen. Hier so ein Apotheker, der alles kann. Arzt 1, 2, 3. Wenn er hier sind 4. Hier macht 5, macht 6. Und Therapie macht 7. Wir haben 5. Dann hätte ich gerne noch... Der kann echt alles. Der hat hier auch gleich den Megascanner mit drinne. Der hätte gleich noch eine Forschung mit drinne. Und ein DNA und ein Chirurg. Nein, ich hätte gern den. Oh, der kostet 10.000. Nee, unbedingt nicht. Der kostet mir zu viel Kohle, wirklich. So, jetzt haben wir 40.000 und der Röntgengerät kostet 30, ne? Ja. Wir
Wenn ich jetzt da noch so einen Raum vorsetze, dann funktioniert es. Dann kann man das nämlich auch wegnehmen. Röntgengerät soll dahin. Das Gerät zum Bedienen soll dahin. Die Tür soll dahin. Und die schöne Klimaanlage in den Raum soll einfach den Mitarbeiter anblasen. Die zwei haben wir erreicht. Und dann hätten wir auch gerne jetzt endlich hier mal eine Bank. Ja, auch schon mal eine Bank. Dann haben wir nämlich in dem Röntgengerät nämlich auch noch mal eine Diagnose, die wir jetzt haben. Und da brauchen wir auch noch mal einen Arzt für. Ach du Scheiße. So, bitteschön. Dann haben wir noch mal einen Arzt allgemein fürs Röntgengerät. Pflanzen benötigen Wasser. So, so haben wir nämlich viel mehr Diagnosen, bessere Diagnosen. Vielleicht kommen wir dann wirklich gut voran. Und zack, Diagnose plus 1%. Er geht auf die Toilette, wunderprächtig. Wunderbar. So läuft's. Ich sage auf jeden Fall wieder vielen Dank fürs Einschalten. Bis morgen. Tschüss.